Bettwanzen gibt es nicht nur in Paris, sondern auch in Deutschland. Und so kann der Kontakt mit Bettwanzen aussehen. Diese ernähren sich nämlich vom menschlichen Blut. Tagsüber sind sie in der Regel in Ritzen versteckt oder in Spalten und nachts kommen die ganzen raus. Wichtig zu wissen, diese können über Gegenstände in deine Wohnung gelangen, zum Beispiel über alte Matratzen, über Bücher, über Kleidung oder auch wenn du in fremde Länder verreist und diese im Gepäck mit nach Hause schleppst. Wie du dich davor schützen kannst, erkläre ich dir im nächsten Video.